Hallo, wie sehen mögliche Marshabitate aus? Kann man einen alten Schulbus zu einer gemütlichen Behausung umwidmen? Und wie ist es, in einem Kranhotel zu übernachten? Diesen Fragen gehen wir heute nach. Bleibt bis zum Ende dran, um nichts zu verpassen. Denn solche ausgefallene Architekturkonzepte habt ihr ganz sicher noch nie gesehen. Lasst uns loslegen. Stellt euch ein zweistöckiges Wohnhaus vor, das man überall hin mitnehmen könnte. Das darf aber weder ein Camper der Premium-Klasse noch das wandelnde Schloss von Miyazaki sein. Und woran denkt ihr? Dieses umweltfreundliche, weil selbstversorgende schwimmende Haus wurde 2019 von einem französischen Architektenduo entworfen und gebaut. 2020 hat man seinen Wert auf 5,5 Millionen Dollar geschätzt. Im Grunde ist es eine Art Zwischending aus Yacht und Haus. Der Wohnbereich ist 404 Quadratmeter groß und umfasst 4 Schlafzimmer, 4 Badezimmer sowie ein paar Aufenthaltsräume, einen Kochbereich und sogar einen Aufzug für Jetski. Sehen wir uns nun die Inneneinrichtung an. Auf den ersten Blick scheint es eine typische Luxusvilla auf den Malediven zu sein, aber wartet es ab und gebt ihr eine Chance, euch zu überraschen. Das Gebäude hat eine Etage über Wasser, wo sich ein großzügiger Wohnbereich und eine Terrasse mit Blick auf den Indischen Ozean befindet. Und eine Unterwassersuite, die aus einem Schlafzimmer mit Panoramafenstern und einem Hauptschlafzimmer mit freiem Blick in die Unterwasserwelt und einer gewölbten 180-Grad-Kuppel aus Acryl besteht. Der einzige Nachteil ist der Preis von 19.000 Dollar pro Übernachtung. Allerdings sind die Dienste eines Butlers und die eines persönlichen Küchenchefs darin inbegriffen. Dieses außergewöhnliche Bauwerk des in Athen ansässigen Architekturbüros Mold Architects liegt an der Küste der Insel Seriphos. Was übrigens gar nicht verwunderlich ist. Wer sonst, wenn nicht die Griechen, hätten eine Villa bauen können, die an Gorgone Medusa denken lässt? Das Ferienhaus trägt den Namen Encaved, hat 3 Stockwerke und eine Fläche von 360 Quadratmetern, auf denen mehrere Schlaf- und Gästezimmer, eine voll ausgestattete Küche, einen Aufenthaltsraum und ein paar Badezimmer Platz finden. Dadurch, dass das Gebäude komplett in den Fels hineingebaut ist, ist es gut vor starkem Seewind geschützt. Man kann also den Anblick des Meeres genießen, ohne zu befürchten, zusammen mit dem eigenen Haus von rauen Lüften mitgerissen zu werden. Eure Vorstellungen vom Höhlenmenschen werden sich nach dem Anschauen dieser Bilder wahrscheinlich radikal ändern. Dieses Höhlenhotel mit dem schlichten Namen The Cave liegt in Ohio. Doch statt im Inneren so etwas wie die Höhle der Familie Feuerstein vorzufinden, wird man entgegen den Erwartungen von der luxuriösen Ausstattung überrascht. Die 140 Quadratmeter sind für einen komfortablen Aufenthalt von bis zu 6 Personen ausgelegt. Den Gästen stehen 3 Schlafzimmer, eine voll ausgestattete Küche und andere zivilisatorische Bequemlichkeiten zur Verfügung. Eine Übernachtung kostet 600 Dollar. Und jetzt wieder zurück zu den Anfängen, also zum Leben in einer Höhle. Während man in Ohio nur ein Felsenhaus als Unterkunft anbietet, ist man in Kappadokien einen Schritt weitergegangen, indem man nach einem ähnlichen Verfahren einen ganzen Hotelkomplex in den Berg hineingebaut hat.
Hier stehen den Gästen weiträumige Terrassen, Zimmer in orientalischem Stil, ein Swimmingpool und vieles mehr zur Verfügung. Und das alles zu einem im Vergleich zu den USA ziemlich günstigen Preis, der schon ab $58 pro Nacht beginnt. Das sieht eher aus wie eine Installation nach Picassos Motiven als ein Wohnblock, nicht wahr? Aber dieser Wohnkomplex in Rotterdam, der aus 38 Häusern besteht, wird tatsächlich bewohnt und das schon seit langer Zeit. Die Kubushäuser oder auch Würfelhäuser wurden in den 80er Jahren vom holländischen Architekten Piet Blom erbaut. Alle Wohnungen sind 106 Quadratmeter groß und ihr extravagantes Design entspricht ganz der äußeren Erscheinung der Wohnanlage. Im Erdgeschoss befinden sich ein Gästezimmer, eine Küche, eine Toilette und ein Arbeitszimmer. Der erste Stock umfasst zwei Schlafzimmer sowie ein Bad und der zweite wird ausschließlich als Kinderbereich genutzt. Selbstverständlich sind sämtliche Wände angewinkelt. Da fragt man sich, wie es wohl ist, ständig das Gefühl zu haben, Alice im Wunderland zu sein. Wo, wenn nicht im Heimatland einer komplett aus Zwiebeln bestehenden Suppe, hätte so ein Haus zu Ehren dieses Gemüses entstehen können? Okay, das war vielleicht etwas übertrieben, aber dieses Häuschen ist wirklich in Frankreich zu finden und erinnert an eine Zwiebel. Vor der traumhaften Naturkulisse sieht die ganze Ökodomäne wirklich märchenhaft hübsch aus. Sie hat ein Schlafzimmer und einen Patio mit Whirlpool und einem tollen Ausblick. Der Preis für eine Übernachtung liegt bei $313. Als Künstlerresidenz bezeichnet man für gewöhnlich ein mehrere Quadratmeter großes Gebäude, verziert mit Gemälden und Skulpturen. Aber wir sind hier, um alles neu zu entdecken, stimmt's? Dieses Künstlerdomizil liegt am See Loch Long in Westschottland. Es handelt sich eigentlich um einen alten Transportcontainer, der extra für Kulturschaffende umgebaut wurde, die auf der Suche nach den passenden Wohn- und Schaffensbedingungen sind. Die Innenausstattung ist zwar bescheiden, jedoch völlig ausreichend für einen komfortablen Aufenthalt. Eine Übernachtung kostet etwa $70. Gar nicht so viel, verglichen mit dem Preis eines künftigen Meisterwerks. Künstler, schreibt bitte in die Kommentare, ob dieses Hotel für euch als Inspirationsort in Frage käme. Hier ist ein weiteres Beispiel dafür, dass Talent und Kreativität keine Grenzen gesetzt sind. Dieses alte Getreidesilo wurde von einer Absolventin einer niederländischen Designakademie zu einer gemütlichen Behausung umfunktioniert. Es hat sie viel Mühe gekostet, doch der Aufwand war es wert. Es gibt zwei Ebenen. Oben befindet sich ein Schlafplatz und unten ein Wohnbereich mit einem improvisierten Tisch. Natürlich könnte hier nur ein eingefleischter Einsiedler oder ein Asket dauerhaft hausen. Aber als gelegentlicher Zufluchtsort in der Natur vor dem urbanen Alltag eignet sich der ehemalige Silo allemal. Eine Wohnkapsel mit einem biometrischen Türschloss, 5G und bis oben hin vollgepackt mit modernster Software. Klingt es für euch nach Science Fiction? Doch die Zukunft ist näher als ihr denkt, auch wenn ein solches Domizil in der Tat Science Fiction-mäßig anmutet. Entworfen werden derartige Wohnkapseln von einem jungen Unternehmen, das erst 2022 gegründet wurde. Sie gibt es in zwei Varianten, mit Platz für bis zu zwei Personen und einer Nutzfläche von 19,5 Quadratmetern und mit Platz für vier Personen und einer Nutzfläche von 31 Quadratmetern. Bei allem Hightech und scheinbar allem Nötigen für ein komfortables Wohnen könntet ihr euch vorstellen, euch eine Wohnfläche mit euren Familienmitgliedern zu teilen, die etwa der eines winzigen Apartments entspricht.
Das Ehepaar von Thompson dagegen stört es gar nicht, auf engstem Raum zusammenzuleben. Mira und Jeremy brauchen auch keine Hightech-Spielereien. Sie verwandelten einen alten Schulbus in ein wunderschönes Zuhause, in dem sie es mit allen nötigen Möbeln und sogar mit einer Küche mit Kühlschrank und Herd eingerichtet haben. Guckt mal, wie gemütlich es hier drin ist. Alle, die als Kind kein Baumhaus besaßen, haben jetzt die Möglichkeit, ihrem inneren Kind Freude zu bereiten. Snap! Die Hütte, die wie aus einem Buch über slawische Folklore wirkt, wurde von einem Mann aus Russland in einer Höhe von 4 Metern über dem Boden gebaut. Drinnen ist zwar kaum Platz, aber der Erbauer kann sich nicht beklagen. Immerhin hat er hier ein Lager zum Schlafen, einen Herd, einen Holzofen, ein Waschbecken und sogar diverse Möglichkeiten für Freizeitgestaltung. Und einem modernen Großstadtbewohner würde vermutlich schon ein einziger Tag in diesen Wänden mehrere Seelenklempnersitzungen ersparen. Baumhäuser kennt jeder. Und wie wäre es mit einem Kranhotel? Das Mini-Hotel, das 2017 in der englischen Hafenstadt Bristol entstand, wurde von den Erbauern Kokon der Ruhe im Stadtzentrum genannt. Ist es denn kein guter Morgen, wenn man in einem kleinen gemütlichen Hotelzimmer auf 8 Meter Höhe aufwacht? Allerdings hat das Mini-Gästehaus nur 4 Monate existiert, was auch ursprünglich so gedacht war, da es sich um ein temporäres Projekt handelte. Es war übrigens gar nicht so leicht, eine Nacht im Kranhotel zu verbringen. Vergönnt war es nur 260 Personen von über 10.000 Interessenten und die Einnahmen aus den Buchungen wurden an eine Wohlfahrtsorganisation gespendet. Um das nächste Bauwerk zu bestaunen, muss man nicht weit gehen. Es liegt nämlich direkt gegenüber dem berühmten Kranhotel. Ja, das ist derselbe Hafen wie vorhin. Hier befindet sich ein Prototyp des einzigartigen Mars-Habitats. Das zweistöckige Gebäude hat eine Fläche von 53 Quadratmetern und hält Temperaturen von bis zu minus 63 Grad Celsius aus. Darüber hinaus soll es nach den Worten des Erbauers Schutz vor kosmischer Strahlung bieten. Das Obergeschoss ist mit einer aufblasbaren Goldfolie überzogen, die mit einer Mischung aus Regolith und Wasser ausgefüllt werden soll. Und das Erdgeschoss, das irgendwann alle Lebenserhaltungssysteme, 2 Schlafzimmer, eine Dusche und eine Toilette beherbergen wird, soll in den Boden des roten Planeten eingegraben werden. Jetzt bleibt es nur noch abzuwarten, bis das Reisen zum Mars zum Alltag gehört. Apropos roter Planet. Der Schöpfer dieses futuristischen Blasenhauses hat sich ebenfalls vom Thema Mars inspirieren lassen. Genau gesagt von einem Mars Rover. Der australische Architekt Graham Birchall hat es in den 1980er Jahren entworfen und hat sogar die NASA kontaktiert, um sein Projekt besser umsetzen zu können. Das Gebäude besteht aus 11 miteinander verbundenen Kuppeln mit 16 Zimmern. Außerdem gibt es ein paar Springbrunnen und eine großzügige Terrasse. Die Inneneinrichtung verrät übrigens sofort, dass es der Weltraum war, der Birchall als Inspirationsquelle gedient hat. Wenn ihr Hobbit- oder Schlümpfe-Fans seid, dann dürfte dieses Haus euch gefallen. Das kuppelförmige Bauwerk liegt im Nordosten Thailands und fällt sofort durch sein außergewöhnliches Erscheinungsbild auf. Lasst uns aber einen Blick hineinwerfen. Die Konstruktion an sich ist ziemlich primitiv und besteht ausschließlich aus armiertem Beton. Und trotzdem hört man da nicht auf, sich über den Fantasiereichtum des Erbauers zu wundern. Man hat den Eindruck, als hätte sich der Architekt dieser Wohnanlage in der chinesischen Stadt Kashan von einem Lego-Modell der Cheops-Pyramide inspirieren lassen.
In Wirklichkeit lehnt sich die Bauweise des pyramidenförmigen Wohnkomplexes an traditionelle Reisterrassen an, die früher in China in die Berghänge geschlagen wurden. Er besteht aus drei komplex geformten Gebäuden. Dort sind die Wohnungen wirklich wie in einem Baukasten übereinander gestapelt und der Platz vor dem Baukomplex lässt das Ganze wie eine eigene Stadt aus einem anderen Universum aussehen. Aber wenn euer innerer Pharao bzw. eure innere Kleopatra es nicht so toll findet, sich eine Pyramide mit hunderten anderen Anwohnern zu teilen, gibt es in Malibu eine bessere Option. Die Villa wurde 1982 gebaut und hat seitdem mehrmals den Besitzer gewechselt. Zuletzt wurde das Pyramidenhaus im Jahr 2020 für 2 Millionen Dollar verkauft. Seine Gesamtfläche beträgt 344 Quadratmeter, auf denen ein großer Aufenthaltsraum, eine Küche und ein Esszimmer im Erdgeschoss sowie zwei Badezimmer und zwei Arbeitszimmer Platz finden. Auf dem Grundstück gibt es Früchte- und Gemüsegärten, eine Garage und eine Scheune. Und von dem atemberaubenden Ausblick über Floridas Landschaft, der sich vom Hügel aus bietet, brauchen wir gar nicht erst zu reden. Wie kann man sich ein Eigenheim bauen und dabei die Anerkennung von Umweltaktivisten gewinnen? Diese Frage könnte der Besitzer dieses Gebäudes in Argentinien beantworten. Die Wände des Hauses bestehen aus 1201,5 Liter Cola-Flaschen und die Decke aus 1300 Tetrapack-Kartons. Ein ähnliches Material kam bei der Herstellung der Sessel und sogar der Betten zum Einsatz. Und die Türen sind aus 140 CD-Schachteln gefertigt. Also jeder, der kreativ genug ist und viel Flüssigkeit zu sich nimmt, könnte sich diese Idee abgucken. Wir sind in Japan. Hier in der Küstengegend der Stadt Shimonoseki ist so ein Ungetüm zu finden. Die 25 Meter große Konstruktion aus Stahlbeton in Form eines Blauwals wurde 1958 für ein örtliches Museum errichtet. Shimonoseki war einst ein blühender Fischereistandort. Dementsprechend sind auch seine Sehenswürdigkeiten ausgerichtet. Leider ist die Errichtung schon vor langer Zeit geschlossen worden. Aber was kann uns daran hindern, das Bauwerk auf dem Bildschirm zu bewundern? Schaut euch dieses bizarre Gebäude in Form eines riesigen Huhns genau an und versucht zu erraten, zu welchen Zwecken es genutzt wurde. Ihr liegt mit euren Versionen bestimmt falsch, es sei denn, ihr habt schon vorher gewusst, dass es eine Kirche ist. Um genau zu sein, ist es ein verlassenes Gebetshaus, das 1990 ein Indonesier, wie er sich selbst ausdrückte, aus einer göttlichen Eingebung heraus errichtet hat. Mittlerweile ist es sicherlich nichts weiter als eine Sehenswürdigkeit, die Touristen aus aller Welt anlockt. Drückt den Gefällt-mir-Button, wenn ihr überrascht seid und schreibt in die Kommentare, worauf ihr beim skurrilen Bauwerk getippt habt. Man könnte meinen, es wäre sinnlos zu versuchen, einer stillgelegten Bohrinsel ein neues Leben einzuhauchen. Doch für wahre Künstler existiert nichts Unmögliches. Das ist Sea Monster, eine der größten öffentlichen Kunstinstallationen Englands. Eine Gruppe von Enthusiasten hat das 450 Tonnen schwere Ungetüm in ein echtes Kunstobjekt verwandelt. Es umfasst einen auf dem Dach befindlichen wilden Garten, einen künstlichen Wasserfall, Sonnenbäume sowie kinetische Windskulpturen. Und selbstverständlich sieht es am spektakulärsten nachts aus. Wenn eine Disney-Prinzessin in Gotham leben würde, das wäre wohl eine passende Beschreibung für diese Bilder aus Montreal. Wer in diesem puppenhaft anmutenden Minihaus auf dem Dach einer verlassenen Malzfabrik im Stadtteil Saint-Henri residiert, bleibt bis heute ein Rätsel. 2019 haben Anwohner eines Tages festgestellt, dass die Fassade des unscheinbaren Baus über Nacht rosarot gestrichen wurde. Doch niemand hat es gewagt, hinaufzusteigen, denn das Gebäude ist immerhin knapp 120 Jahre alt. Aber wie man sieht, lässt der mysteriöse Unbekannte Geschenke für die Kinder aus der Nachbarschaft da und trägt generell zur Weihnachtsstimmung bei.
Dieser Winzling mag eher wie eine Zeitkapsel als ein vollwertiges Domizil wirken. Doch man sollte ihn trotzdem nicht unterschätzen. Ungeachtet seiner Größe hat er alles, um als sichere Zuflucht bei einem Tornado dienlich zu sein. Der Bunker kann im Hinterhof eines Hauses eingegraben werden. Aber bevor man ihn absteigt und die Tür verriegelt, sollte man sich mit Proviant versorgen sowie das stille Örtchen aufsuchen, da es da drin leider keine Sanitäranlage gibt. Wow, look at that. Home away from home. Unser heutiger Plan zur Erkundung außergewöhnlicher Bauwerke ist erfüllt. Vergesst bitte nicht, in die Kommentare zu schreiben, welches der Gebäude ihr gerne in echt besichtigen oder vielleicht sogar als euer neues Zuhause wählen würdet. Und gebt den Leuten so wie uns einen Daumen hoch für die Mühe. Bis bald! Du magst Filme, findest aber nicht immer ein paar freie Stunden? Dann abonniere Salziges Popcorn. Hier verraten wir dir die Plots der coolsten Filme, die du unbedingt sehen solltest. Neugierig? Dann freuen wir uns schon auf die nächste Session. Vergiss nicht, dein Popcorn mitzubringen. Viel Spaß beim Anschauen! Thank you.